Vielen Dank, Herr Abgeordneter Scholz. Następna mówczyni to reprezentant Grupy Zielonych, pani poseł Rebecca Harms. Proszę bardzo, dwie minuty. Herr Präsident, gerade nach der Rede von Herrn Kollegen Scholz möchte ich noch mal sagen, dass es für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union eigentlich ein großes Glück ist, dass in unserer östlichen Nachbarschaft sich die Staaten für den Weg in Richtung Westen und für den Weg hin zur Europäischen Union entscheiden. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in unserer Nachbarschaft sind die beste Versicherung, dass auch wir unseren friedlichen und stabilen Weg in der Europäischen Union fortsetzen können. Ich möchte auch gerade nach Ihrer Rede noch mal darauf hinweisen, dass meiner Meinung nach die Reformen, zu denen sich die Staaten in unserer Nachbarschaft, unsere Partner im Assoziierungsabkommen verpflichtet haben, dass die unter sehr viel schwierigeren Bedingungen stattfinden als die Reformen, die in den baltischen Ländern oder in den Ländern des Warschauer Paktes auch in ihrer Heimat stattgefunden haben, weil diese Länder hatten für den schwierigen Weg der Reform eine klare Beitrittsperspektive. Wir machen es heute unseren Nachbarn nicht mehr leicht. Wir machen es denen, die es sehr viel schwieriger haben, noch viel schwieriger. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch mal ausdrücklich auch als Vorsitzende von Euronest an den Gipfel appellieren. Seien Sie nicht kleinlich. Wertschätzen Sie diese Entscheidung, die dem Grunde nach für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit getroffen ist, und halten Sie die Türen für die Europäische Union offen, weil diese Reformen durchzustehen, die da jetzt anstehen, ohne diese Perspektive, das macht es sehr viel schwieriger. Zudem hat sich Russland Putin alle Mühe gegeben, diesen Prozess, zu dem sich die Staaten freiwillig entschieden hatten, den sie gewählt hatten, zu erschweren. Und es ist ein sehr wichtiger Punkt in der Resolution des Europäischen Parlaments, der darauf hinweist, dass wir den Ländern auch helfen müssen gegen Okkupation, gegen Annexion und gegen diese sogenannten eingefrorenen Konflikte einen Weg gegenüber Putin zu finden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.